Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen League of Legends Video. League of Legends, was kaufen? Deine Frage bezieht sich wahrscheinlich auf den Ingame-Shop, den Item-Shop. Und ich gebe dir da so ein paar Tipps mit auf den Weg, was für Items du halt für deinen Champion kaufen solltest im Spiel. Angenommen, du redest über den Shop hier in diesem Client, wo du die Champions, Skins, Chromas und so weiter kaufen kannst. Wenn du jetzt wissen willst, ja, was soll ich mir da denn kaufen, würde ich sagen, naja, einfach die Champions und so weiter, auf die du Lust hast, ja, was dir halt gefällt. Aber die Frage richtet sich sehr wahrscheinlich auf den Ingame-Shop, wo du halt die Items kaufst, Blade of the Rune King und so weiter und so fort. Was willst du da kaufen? Oder was sollst du da kaufen? Und da schon mal der Tipp. Diese empfohlenen Gegenstände sind besser geworden. Da sind ja mal so drei Empfehlungsseiten meistens. Also nach dem Start-Item, da sind meistens zwei Empfehlungen. Wenn es weitergeht, sind dann meistens drei. Hier hast du eins, hier hast du eins, hier hast du eins. Und diese Empfehlungen sind wirklich viel besser geworden. Früher waren diese empfohlenen Gegenstände nicht so gut. Inzwischen kannst du die zu einer hohen, also in den meisten Fällen eigentlich kaufen und hast einen guten Build. Ja. Genau genommen ist es aber so, wenn du jetzt Rangliste spielst und besser werden willst und besser werden willst und besser werden willst, da ist es so, dass sich meistens ein ganz genauer Build herauskristallisiert. Also Build heißt die Items, die du kaufst. Du hast ja sechs Plätze und alle sechs Plätze sind dann der Full Build, ja. Und es kristallisiert sich heraus, dass es da immer so einen perfekten Build für einen Champion gibt, meistens. Und wie du den herausfinden kannst, ist gar nicht mal so schwierig. Du musst einfach nur nach League of Legends Winrates googeln, ja. Dann kommst du auf so Seiten, die die Winrates vergleichen der Champions, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gewinnt. Und wenn der jetzt zu 54% gewinnt, ist der schon ziemlich overpowered. So. Und diese Seiten zeigen dir auch immer den Build, also welche Items du optimalerweise kaufst. Da guckst du dir also an, keine Ahnung, du spielst Kha'Zix, ja, da wird ja ganz viel Armor-Penetration-Zeug angezeigt. Und dir wird auch gezeigt, zu welchem Zeitpunkt du was kaufst, weil das ist ja auch wichtig. Fängst an mit dem Jungle-Item, aber was dann? Kaufst du dann Schuhe, kaufst du dann Attack-Damage, weiß man nicht so genau. Dafür sind diese Seiten sehr, sehr nützlich, die einfach die höchste Winrate anzeigen, die zeigen, okay, also es funktioniert nur, wenn die Winrate und die Pickrate hoch ist. Da musstest du gucken, also mindestens so 5% Pickrate. Alles unter 5% Pickrate ist schon eher nischig, aber kannst ja mal gucken, manchmal geht's auch so. Und da guckst du halt, hey, was sind die besten Items in diesem Build, der so eine hohe Winrate hat? Probierst das ein bisschen aus, baust es nach, kannst es dann immer noch abwandeln, ja, aber meistens gibt es schon einen Grund, warum ein bestimmter Build so eine hohe Winrate hat, weil er eben overpowered ist. Ja, so, das zum Thema, was kauft man im Shop? Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.